Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. So, in der letzten Folge haben wir ein Schwert gefunden und den Ramu. Scheiße, Fallschaden. Die Beschwörung Ramu erhalten und jetzt gehen wir zum Behemoth und reißen ihm mal sein Horn ab. Und nebenbei schlagen wir ihn zu Brei. Naja, wir nicht, wahrscheinlich eher Ramu, aber egal. So, wo sind wir denn? Ah, schon fast da. Wunderbar. So, da schreit schon irgendwas in der Gegend rum. Interessant. So, Behemoth, wo bist du denn? Das gibt's auch wie Kauleiste. So, Behemoth, wo bist du? Size of him. I know they made him that big. So, how do we take him on? Carefully. One mistake could be our last. So, wo ist er denn? Oh, da! Wow, Alter! So, Pappelsaden! Toll, das bringt's überhaupt nicht. Wo ist das Viech überhaupt? Ach, da! Ja, das Ding ist so riesig, wie kann ich das eigentlich übersehen? So, wir kämpfen jetzt einfach so gut wie es geht und am Ende werden wir wahrscheinlich den Ramu benötigen. Alter, diese epische Musik! Oh, cool, der ist lila. Pink. Wow. So, na komm schon. Na komm, Tigerkater. Komm her, du. Na komm schon. Wow. Ah, jetzt kann ich ausweichen. Oh, jetzt bin ich tot. So. Wie schaut's aus? Beschwören! Okay. Alter, was geht jetzt ab? Boah. Oh mein Gott. Ionenschlag! Yay! Du Scheiße! The fuck! Ach du Scheiße! Surprised we're still standing. This is it. The ticket to getting our car back. Yep. Feeling pretty proud right about now. I think I'm having a moment. Yeah, we'd better hurry over to Cindy's. Okay, cool. Wir haben den Behemoth irgendwie besiegt, aber wir sollten eigentlich sein Horn mitnehmen und den hat's irgendwie voll pulverisiert. Ja, hervorragend. Aber geil. Ein gigantisches Unterfangen. Before we might reclaim our car, we'll need to claim the small fortune this behemoth horn should fetch. Das Glück bei den Hörnern packen. Verkaufe das Behemoth Horn in einem Laden. Und jetzt können wir an der Tankstelle eigentlich verkaufen. Ach, da liegt er ja. Oh, ist der putzig. Ist der... Alter, ist der verkohlt, ey, wie... Was geht, na? Wie realistisch kann denn ein Spiel sein? Naja, anscheinend so realistisch. Ist ja hammergeil. Oh, der dampft sogar ein bisschen. Oh, jetzt ist er weg. Hm, schade. Und wo ist das Horn? Haben wir das Inventar? So, Inventar. Behemoth-Horn, genau. Wertgegenstand. Ein Jagdbeweis über den siegreichen Kampf gegen den Schrecken des Alstorlandes. Ah ja, interessant. Ja, schön, jetzt können wir hier noch die Ruine ein bisschen erkunden. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche interessanten Gegenstände, die wir hier eh nicht brauchen können. Aber egal, ich möchte es einfach trotzdem haben. Hups und hups. So, da ist der zerstörte Treibstofftank. Gibt's aber anscheinend nichts. Ist ja hervorragend. Hui, Fallschaden! Platsch. Fuß gebrochen, Game Over. So. Da gibt's ja echt, da gibt's echt gar nichts. Überhaupt nichts. Ist ja schade. Außer ein 5 Meter Behemoth. Hm,
So, Sprinte. Dann gehen wir jetzt mal zu Cindy. Und reparieren unser Auto. So, hervorragend. Obwohl, eigentlich möchte ich erst zur Chocobo Ranch. Jetzt sollten wir doch eigentlich mit dem Chocobos reiten können, da die Gefahr gebannt ist. I think I got a pebble in my shoe. Take it out. Yeah. Du hast also einen Stein im Schuh. Herzlichen Glückwunsch. So, was können wir denn eigentlich jetzt noch erledigen, außer durch die Gegend streifen und zufällige Monsters klatschen? Ja, was machen wir denn bloß? Was machen wir denn bloß? Ja, Blutspuren, hervorragend. Gut, dass die Chocobo Ranch direkt am anderen Ende der Karte ist. Ist das ein Chocobo? Oh, nee, es ist ein Busch. Schade. Oh, da leuchtet was. Da leuchtet was. Da leuchtet... Na, jetzt lauf halt hin. Ein Fongo Ongo. Interessant. Die Sonne! Hui, der pariert ja automatisch, wenn wir diese Lichtklingen aktiviert haben. Das ist ja praktisch. Juhu! All's well that ends well. Well, put it in the books. Onward. Wieso Vorsicht? Was ist denn jetzt so? Was kann uns noch gefährlich werden? Huh. Wenn wir den Behemoth mit 1 Million Schadenspunkten getötet haben. Gut, das sind wieder solche. Wie heißen die? Nee, Garulas oder so. Irgendwie so heißen die. Die brauche ich jetzt nicht töten. Auf wie Anzug quietschen von der Seite. Lalalala. Wo gehen wir denn? Was ist denn jetzt schon wieder da? Och nee, die Säbelzähne. Nein, wenn die mich jetzt angreifen, dann greifen die ganzen. Bei Nacht steigt die Gefahr, durch gefährliche Besten angegriffen zu werden. Du kannst den Ort deiner letzten Übernachtung jederzeit in Sekundenschnelle über zurückkehren im Navi-System aufsuchen. Das sagst du mir jetzt, nachdem ich es fast durchgespielt habe. Alter! Na, egal. Ich möchte doch nur zu Chocobo Ranch. Wo sind wir denn? Ja, wir sind ja fast da, ja Gott sei Dank. Lauf, Noctis, keine Zeit zu verschnaufen. So, gleich sind wir da, gleich sind wir da. Hurra! Ja, immer noch ungefähr 500 Meter. Alter, wieso quietschen die ganzen Viecher hier in der Gegend rum? Ich verstehe es nicht. Egal. Chocobos, ich kann sie schon sehen. Fast. Jetzt wollte ich fast sagen riechen, aber das geht ja gar nicht. Okay, da hinten ist gerade ein Viech durch die Luft geglitscht. Ja, Chocobos! Knocked! Time to trade that behemoth's horn for a behemoth cash. Oh Gott, dieser Wortwitz. Behemoth Horn gegen Behemoth Cash. Ach Gott. Der war schlecht. Prompto. Schlecht, hast du gehört. So, wie schaut's denn eigentlich aus? Ach da. Ach, die wollen jetzt bestimmt füttern, oder? Hold on a second. Are these yesterday's vegetables? I didn't want the leftovers to go to waste. I asked you to throw out any leftovers, didn't I? But I figured the birds will eat them. Yes, I realize that the birds will eat the vegetables. Oh, good.
Then it's settled. No, not good. Not settled. Yesterday's vegetables aren't fresh. Yeah, I know. But since they were left over... You should have thrown them out. That's what I'm saying. The chocobos wouldn't even know the difference. Alter. You're the one who doesn't know anything. Oh, boy. Yeah. Boah, also die will ich nicht als... Boah, Alter. Die ist ja voll durchgeknallt wegen Gemüse von gestern. Das ist immer noch gut. Nee. Der arme Typ, tut mir voll leid. Kann ich jetzt den reiten? Aus Sicherheitsgründen? Ach, leck mich doch. Oh, ich kann einen Schirm anklicken. Nee. Drastischer Anstieg der Goblin-Raubüberfälle. Anwohner fordern Versiegelung der Fokau-Höhle. Das ist nicht mehr nötig, die haben wir ausgeräumt, bis zum geht nicht mehr. Hallo! I'm sure you're disappointed, but what's best for the birds is best for the riders. So, wie schaut's denn aus? Hast du zufällig Interesse an einem Behemothorn? So für 25.000 Geld? Bestimmt hast du Interesse, oder? Ja, der kauft es uns ab. Jetzt ist er wahrscheinlich pleite, aber egal. Das Glück bei den Hörnern packen. Schön. Können wir jetzt vielleicht trotzdem mit den Chocobos greifen? Ich habe doch den Behemoth abgeschlachtet. Oh, der bewegt sich jetzt. Kann ich den jetzt reiten, wenn der aus dem Stall raus ist? Kann ich dich reiten? Kann ich dich? Ich will dich reiten! Alter, geh! Spring auf, du! Ein... Ich will doch einen Chocobo reiten. Muss ich jetzt echt warten, bis die Vollversion draußen ist? Das kann aber nicht wahr sein. Das ist ja doof. Aber hier stehen noch genau 4 Stück. 4. Wir sind auf zu viert. Also spring auf diesen Scheißvogel. Dann halt nicht. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Ich wollte jetzt eigentlich Chocobo reiten. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Oh Gott, nein. Kann ich mit irgendjemandem reden? Vielleicht kann ich doch plötzlich reiten. Kann ich mit dir reden? Nee, du bist... Ja, nee. Ich glaube, mit dir will ich auch nicht reden. Ach, da ist die Ohrfrau, Ohrfeigenfrau. Hallöchen. Ja, okay, du magst auch nie reden. Dann halt nicht. Lass mich in Ruhe. Oh Mann. So, wie spät ist es denn? Ja, hell liegt der Tag. Gut, dann können wir ja kurz pennen gehen. So, einmal übernachten. Wie viel Geld haben wir? 25.320. Ja, dann übernachten wir eben für 200 Geld. Gibt so ein bisschen EP-Bonus. Und den ganzen Tag können wir dann nutzen, von A nach B zu kommen. Quer über die ganze Karte. So, Noctis mittlerweile Stufe 29. Schön. So, frisch erholt in den neuen Tag. Kann ich jetzt mit dem Chocobo reiten? Vielleicht? Morning. Morning. Ja, guten Morgen. Kann ich jetzt vielleicht... Nein, immer noch nicht. Das ist ja doof. Ich dachte, ja, nach einem Tag vielleicht wird erkannt, dass ich den Behemoth getötet habe und keine Gefahr mehr besteht. Aber anscheinend ist es den Leuten so ungefähr total scheißegal. Gladio! Ignis! On it. Just a moment. Ah, Ignis, hör shoppen auf. Das kannst du später an der Tankstelle machen. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Wo waren wir noch gar nicht? Wir waren eigentlich im Südwesten noch gar nicht. Moment, Südwesten sind wir gerade im Westen, sozusagen. Da müssen wir mal rüber. Da ist diese blaue Säule. Die möchte ich auch mal kurz erkunden, wenn wir schon da sind. Denn ich schätze, nachdem wir das Auto fertig haben, sind wir auch fertig mit dem Spiel. Leider.
Scheiße, der hat eine Ausdauer von einer Ameise. Moment, das heißt über die ganze Ebene sprinten. Okay, er hat keine Ausdauer. Wo ist dieses blaue Ding? Ach, da hinten. Oh, gut, da können wir anscheinend doch nicht hingehen. Da ist die Karte wahrscheinlich einfach so aus. Oh mein Gott, Gegner. Wo? Ach da, Gegner ist einfach. Alter, was geht denn da hinten schon ab? Alter, wo kommt sie alle her? So, noch einmal niederschnetzen, jeder erdenklichen Waffe, die wir besitzen. Wuhu! Dum, dum, dum. Na komm schon, stirb du, scheiß Säbelzahn. Gut, sie sind erlebt. Was bist du denn? Oh mein Gott, ein weiterer Gegner. Den habe ich noch nicht gesehen. Es ist ein Pferd. Was ist das? Es springt umher. Lassen wir es. Töten wir es. Was ist das? Kommst du her? Es sieht sehr ekelhaft aus. Ich kann es nicht treffen. Nein, es ist weg. Aus dem Anvisier-Radius. Bleib stehen. Nein, ich höre dieses Flugschiff. Bitte jetzt nicht, geh weg. So, Palisade. Die Fähigkeit ist ja cool. Die Schwerter schweben auch über den Gegner, wenn ich ihn angreife und füge ihm permanent Schaden zu. Ein Mesmerize. Interessant. Ist ja ekelhaft. Eine Lindwurmschuppe, perfekt. Können wir alles verkaufen. Da liegt auch noch etwas. Eine weitere Lindwurmschuppe. Und noch ein Aquakristall. Ui. Ah, sieh an, da ist noch dieses gelbe Garula. Das möchte ich noch erlegen. Das ist bestimmt interessant, wenn wir da was Großes, Muttertiermäßiges erledigen. Oh. Das ist eine ganze Herde. Wide open fields make me wanna run around. About a foot race. Yeah. About acting your age. Someone's afraid he'll lose. Ich habe das Gefühl, Ramu wird uns da helfen. Spontan, ne? Stier! I am not into wild birds. Das hält aber viel aus. Das teilt auch einigermaßen viel aus. Ja. Das, greif mich an. Greif mich an. Tu es. Irgendwie sterbe ich nicht. So, parieren und Schlitz und Kreuzkonter. Bam. Ach, es ist so schön brutal, das Spiel. Nebenbei ist ab 12. Stirb! Okay, ich sterbe fast. Jetzt kommt so ein Flugschiff auch noch. Willst du mich verscheißern? Oh, ich bin fast tot. Hervorragend. So, beschwören! Hurra! Und da ist er ja schon. Hallöchen, Ramu. Hallo. Ionenschlag. Oh, es ist so episch.
Alter, das ist nur Ramu. Es gibt bestimmt Ifrit, Shiva und Bahamut. Da ist wahrscheinlich die ganze... Oh, Alter. I know now. I know why the tales are told. Alter. Ist das geil. Ja. Bisschen geburzelte Gegner. Also, wir bekommen keine Erfahrungspunkte, wenn wir durch Beschwörung die Gegner killen. Ach, ja, ist ja hervorragend. Naja, es war eine tolle, epische Szene, also das ist Belohnung genug. Nicht. So, da sind wir jetzt auch noch nicht gewesen. Was gibt's denn da Schönes? Was denn? Was denn? Oh! Aha. Was haben wir denn da Schönes? Was haben wir denn da gefunden? Ein Schild. Willkommen im Astorland, dem Herzstück Duskais. What is this place? Right. Here we are. Sure. Just doing it how it's done. The deed is done. Couldn't ask for more. Jeden Stein umdrehen. Wir sollen einen Kristalliten finden, den wir aber schon besitzen. Also haben wir die Aufgabe praktischerweise erfüllt, indem wir sie einfach nur angenommen haben. Ist ja auch nicht schlecht. So, ich möchte aber jetzt auch mal zur Straße. This could be trouble. Mustn't let ourselves be outflanked. Or killed. That would be bad. Ein Metallteil. Da sind wieder ein paar Säbelzähne. Ja, die können wir abschlachten, wenn wir gerade schon mal da sind. So, Palisade. Hui. So, der ist erledigt. Nummer 2 ist erledigt. Nummer 3 ist erledigt. Und Nummer 4 ist auch erledigt. Das ist ja schön. 19 Sekunden. Nothing to it. Ein neuer Rekord. Hier. So, jetzt möchte ich trotzdem langsam mal zur Tankstelle. Wenigstens können wir sie schon sehen. Wir sind also fast da. Bald. Fast. Ja, gut. Dauert noch ein bisschen. Können wir da eigentlich eine Wegmarke setzen? Nö. Können wir nicht. Schade. So, gleich sind wir auf der Straße, wo wir gar nicht rauf können, merke ich gerade. Ein kleines Metallteil gefunden. Ah, da hinten sind Felsen, da können wir auf die Autobahn draufspringen. Naja, Autobahn, Straße, ich höre doch schon wieder Säbelzähne, wo sind die? Anscheinend nicht mehr da. Ach, da ist eine Treppe. Ist ja cool. Die benutzen wir doch mal. Oh, was liegt denn da? Ein Glücksfrosch. Bitte was? Wieso ein Glücksfrosch? Was kann der? Glücksfrosch, wo ist er denn? Glücksfrosch, Glücksfrosch. Hä? Wo ist... Ah, da. Ach, wir haben schon zwei. Solche Frösche hat Noctis als Kind schon gerne gefangen. Ja, toll. Wahnsinn. Kann man eigentlich was kaufen davon? Naja, vielleicht steigert er minimal das Glück, nicht zu sterben. Keine Ahnung. Kann es sein, dass diese verfickten Flugschiffe immer dann auftauchen, wenn ich auf der Straße bin? Verpisst euch, ich habe euch nichts getan. Ja, genau. Flieg weg. Böses Ding. Gut. Ist ja unglaublich, ey. Ist eine Schnur wie die GEZ. So,
So, da vorne ist die Tankstelle. Bald sind wir da. Da ist noch ein Straßenschild. Kann ich das anglupschen? Ja. Oh. Auf mich anzuhupen. Me? Yeah. Can't stand them. Same here. Icky. Okay, Erkenntnis des Tages. Noctis und Promptus hassen Insekten. Wow. Wir hatten jetzt... Alter, nein! Geht's weg? Kann wohl wahr sein. Boah, wie die Haare nach links flackern. Ist ja cool. Es ist sehr zugig. Alter, wo kommt der Wind her? Hm. Wir sind fast da. Wir sind fast bei der Tankstelle. Na endlich. Juhu. Ich will mein Auto haben. Give me back my car. Oh, ich höre den Radio. Sehr schön. Country-Musik an der Tankstelle. Ein Traum. Ah. So, Ignis, jetzt kannst du shoppen gehen. Oh, die ist mit dem Auto ja schon fertig. Ja, sehr schön. Na du. Ich quatsch mal gleich an. Wir müssen erst noch kurz einkaufen, sonst kriegt Ignis noch Stresspustel. Was haben wir denn hier? Garuda Gourmet-Wochen im Hotel-Restaurant. Ja, schön. Bei Fragen bitte ans Personal wenden. Königs Tankstelle Astavor. Astorland, irgendwie sowas. Ja, ich möchte mit dem Typen hinter dem Tresen sprechen, nicht mit dem Schild, das davor steht. So, was hast du denn alles? GG-Schinken. Aha. Ja gut, was können wir eigentlich verkaufen? Oh, wir haben 99 Säbelzahnkrallen. Da können wir bestimmt... Ja, wie viel verkaufen wir da? Ja, verkaufen wir so 50 Stück. 55 Stück, genau. Messmacheishorn für 500 Gil pro Stück, hui. Wow. Much obliged. Ne gut, ich glaube, das Zeug behalten wir mal. Correct me if I'm wrong, but I think we did it. Finally scraped together enough for the car. Yep. Let's pay Cindy a visit. So, Cindy, wo bist du? Jetzt gibt's Kohle. Und für uns das Auto zurück. Hast du es neu lackiert und poliert? Sieht ja blendend aus. Hey, y'all about ready to settle up? Ready as we'll ever be. Didn't mean to keep you waiting. Oh, don't you worry about that one bit now. We have what was in the estimate. Yep, that ought to cover it. So, reckon it's about time we got you back together with your girl. Blech für Blechschäden. Belohnung 10.000 Erfahrungspunkte. Ja. So, auf der Karte sind mittlerweile keine einzige Mission mehr vermerkt und somit bedeutet das wohl Abschied nehmen. Nun gut, dann steigen wir mal in das Auto und düsen weiter. Freie Fahrt, die... Was? Freie Fahrt kann ich nicht machen, schade. Dann geht's jetzt weiter zur Scheibe von Kautes. So, alles einsteigen. Well, here she is. Come see for yourself. She's primed, prim and proper. I reckon you won't find a loose nut or bolt on her. We're in your debt. I'll say you are. I souped her up a bunch for you. I should charge you, but I'm not gonna. This one's on the house. That's awfully nice of you. Well, just make sure y'all come back to Hammerhead now, you hear? Count on it. Nowhere else we'd take it. Don't you forget it. Hop in. Right. It's alive! Just let us know if you need anything. Well, won't be about repairs next time. Well, that's fine by me.
We can tune her up however you like in the garage. All you gotta do is just bring her on in. So it's all right if we call you? Sure is. Pawpaw love having someone to talk to. We'll bring something by when we visit. For Sid, of course. Yeah. Time to hit the road. Thanks again, Cindy. Y'all take care out there. So, auf geht's zur Scheibe von Kautes. Bonusvideo, japanische Tonspur. Ja, hervorragend. In seiner Gier nach Macht rief er die Finsternis, die da erfüllt den Himmel und überflutet von... keine Ahnung. Doch König und Ritter ergreifen die Schwerter und trieben zurück die Dunkelheit. Und es teilte sich der Himmel und badet den König in seinem Licht. Schütze, Führer, die heiligen Steine und sein Gewappnet für unsägliche Pein. Kosmologie, Vers 15,2. Von Göttern und noch was. で行われていた停戦協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また亡くなられたレギス国王陛下に続きノクティス王子そしてテルブライのフルーレ家令嬢ルナフレーナ様の死亡が新たに確認されています。いいか途中で投げ出すことは許されない。ルシス王家の人間としてこのレギスの息子として常に胸を張れ。 Ja, das war's dann wohl mit der Demo von Final Fantasy 15. Ja, wow. Okay, gut, also Noctis wurde für tot erklärt und deswegen sind wir anscheinend auf der Flucht. Okay. Kann man jetzt noch irgendwas machen in der Demo? Garula, Pflanzenfresser. Gras in Feuchtgebieten. Mhm. Was passiert, wenn wir jetzt das Spiel fortsetzen? Kommt dann noch irgendwas Interessantes oder müssen wir jetzt einfach, können wir einfach frei rumlaufen und das war's? Wäre ja fast schade. Und es lädt. Na gut, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen während des Ladebalkens und ja. Dann werden wir wohl spätestens zur Vollversion wissen, wohin uns das Auto nun fährt. Also, ja, fährt. Hm. Wir sind an der Tankstelle. Der Behemoth treibt sich im Sumpfgebiet herum. Hä? Wie jetzt? Können wir den nochmal abschlachten oder was? Okay. Ist ja interessant, dass der Behemoth sich jetzt im Sumpfgebiet umhertreibt. Hm. Ja gut. Ich würde mal sagen, den lassen wir einfach mal in Ruhe. Gut, dann war's das fürs Erste mit Final Fantasy 15 und sobald die Vollversion erscheint, geht's natürlich hier weiter mit Noctis, Gladius, Gladiolus, nehmen wir einfach Gladio, Ignis und Prompto. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Ciao.